Recht herzlich willkommen zum heutigen Teufelstalk. Wir dürfen auch heute wieder aus dem schönen Gasthaus Kelter in Harz senden. Bei mir zu Gast Ivan Horvath, Spieler des Alpla HC Hart. Ivan, dein erster Verein war ja auch gleichzeitig der erste kroatische Verein, der die Champions League gewinnen durfte. War es für dich eine besondere Ehre, das Handballspielen in diesem Verein zu lernen? Ja, Bielor ist der erste kroatische Champions League-Sieger. Und Handball ist da eine große Tradition und jeder hat Handball gespielt da. So, ja, ich habe viel gelernt von diesen älteren Spielern und gibt es viele Leute, spielen können. So, ja. Wie lange warst du? Bis zu welchem Alter hast du dort gespielt? Bis 2013. Ja, und dann habe ich in Varaždin gespielt. Aber ja, meine erste Liga-Verein war Bielor. Ja. In deiner doch noch sehr jungen Laufbahn hast du schon Höhen und Tiefen erleben müssen. Der deutsche Topclub Flensburg-Handewitt nahm dich unter Vertrag, hast auch schon viele Spieleanteile damals bekommen und auf einmal war alles vorbei. Was war passiert? Ja, am Anfang alles war super. Ich denke, ich habe genug gespielt, war Vorbereitung, aber egal. Mhm. Ich habe gut gespielt, genug gespielt und dann nach Vorbereitung habe ich mich verletzt, schwer verletzt. Ich habe meine Rücken verletzt und dann habe ich ganz so gar nichts gespielt. Ein bisschen, aber ich konnte nicht normal spielen. So. Ja, ich habe ein Jahr und zwei Monate nicht Handball gespielt. Ein Jahr und zwei Monate. War es schwierig zu wissen, dass du vielleicht für Flensburg nicht mehr spielen wirst? Ja, sicher. War schwierig, weil ich meine ganze Karriere, ich wollte in eine Top-Mannschaft spielen, in eine Bundesliga-Verein spielen. So. Ja, war ein bisschen schwierig, aber was kann ich machen? Muss weitergehen. Was war der Grund, warum Flensburg dir gesagt hat, es wird keine weitere gemeinsame Zukunft geben? Die Verletzung? Die Verletzung, ja. Zuerst die Verletzung und Ljubo hat, Vranješ hat in Vespren gegangen. Yeah. So, dieser neue Trainer, Mike Makula, hat gesagt, dass er hat genug Spiele und ja, war nicht Platz für dich. Ja. Wie schon gesagt, du hast dann ein Jahr und zwei Monate keinen Verein gehabt, nirgends gespielt. Ich habe halb Jahre keinen Verein. Sechs Monate keinen Verein gehabt. Okay. Ein Jahr und zwei Monate ohne Handball. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Ich habe trainiert mit Bielor. Zuerst habe ich mich operiert in Zagreb im Juli oder Juni, bin ich sicher. Und dann ein bisschen Reha-Rehabilitation. Und dann habe ich trainiert mit Bielor. Wie kam es zu dem Kontakt mit dem Alpla HC Hart? Zuerst habe ich Besuch von, meine Agent hat Besuch von eine Bundesliga-Verein, aber es war schwierig, einen Verein zu finden, weil niemand möchte eine verletzte Spieler unterschreiben. So. Ja, und dann habe ich Anruf von HC Hart bekommen, habe ein paar Probetraining gemacht und ja, sie waren zufrieden, ich war zufrieden. Alle waren zufrieden. Ja, alle. Fühlst du dich hier in Hart am Bodensee wohl? Lebst du alleine oder ist deine Freundin und dein Hund ebenfalls bei dir? Ja, ich wohne mit meiner Freundin Valentina und kleinem Hund Fido. Und wir sind sehr zufrieden hier. Wir fühlen uns gut. Und ja, ganze Bundesland, Vorarlberg, ist sehr schön. Und das Wetter ist super, ist fast wie bei uns in Kroatien. So, ja, alles ist perfekt. Du fühlst dich praktisch wie zu Hause? Ja, praktisch. Wie sehen deine nächsten Ziele mit dem Alpla HC Hart aus? Nächste Ziele? Ja, natürlich Meistertitel zu holen. So, ich habe schon diese zwei Titel, Supercup und Pokal. Und ich vermisse diese dritte, am wichtigsten Titel. So, ja, das ist ein Ziel. Ein großes Ziel. Ein großes Ziel, ja. In der Liga bist du ja bekannt, wie man bei uns sagt, dass du eine ordentliche Fackel in der Hand hast. Und wenn du wirfst, sehen viele den Ball erst, wenn er im Tor ist.
bzw. im Netz landet. Ja. Ein Talent von dir oder steckt hier viel Krafttraining dahinter? Weiß ich nicht. Wenn ich war jung, ich habe wirklich schlecht gehabt. Ja? Ja, wirklich schlecht. Und ja, ich habe gehört, dass ich habe, gleiche Würfe wie mein Vater. So kann sein, das Talent oder. Aber ich habe auch viel trainiert, viel individuelle Training gehabt. So, ja. Also die Mischung macht es wahrscheinlich aus. Oder? Am 22. Februar steht das Derby in Bregenz bevor. Im Grunddurchgang konnte man die Punkte dort entführen. Und was ich auch noch weiß, muss man sagen, lag das hauptsächlich auch dank einer Leistung von Ivan Horvath, der 12 Tore in diesem Spiel machte. Dominik Schmid wird bei diesem Spiel, wie schon beim Grunddurchgang, nicht zur Verfügung stehen. Und es wird dies deshalb sicherlich auch wieder viel von dir abhängen. Dürfen sich die Fans wieder so ein Torfestival von dir erwarten oder zählt für dich hauptsächlich einfach nur ein Sieg mit der Mannschaft in Bregenz? Es ist immer super, ein Torfestival zu haben, aber nein, wichtig ist 2 Punkte, Derby-Sieg und ja, ist nur Sieg ist wichtig. Nur Sieg? Ja. Das heißt, perfekt wäre auch, Ivan Horvath macht 14 Tore und wir gewinnen das Derby. Ja, perfekt auch, aber... Mit dem könntest du ja, auch leben. Ja. Das freut mich zu hören. Könntest du dir vorstellen, noch länger hier in Haar zu bleiben oder wie siehst du deine Zukunft? Ja, jetzt, ich bin wirklich zufrieden hier. So, natürlich, ich hoffe wieder vor einem super Verein, aber jetzt, ich bin wirklich zufrieden hier und mein Kopf ist in Haar jetzt. Ja. Und deine Freundin und Fido und alle fühlen sich wohl. Ja, du hast ja noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, oder? Ja, noch ein Jahr. Und dann steht alles offen. Ja. Das heißt, es könnte auch sein, dass du vielleicht hart wieder mal verlassen wirst, was wir natürlich noch nicht so schnell hoffen, wenn die Bundesliga an der Türe klopft. Ja, aber ja, schauen wir. Ich weiß nicht. Das heißt, so weit möchtest du noch nicht in die Zukunft sehen, sondern was kommt, das kommt. Ja. Und jetzt zählt mal nur der Alplatz hart. Ja, genau. Perfekt. Ivan, vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke. Alles Gute vor allem. Auch mit deiner Mannschaft. Danke. Mir. Das war's für heute beim Teufelstalk und ich hoffe, wir sehen uns bald in der Sporthalle am See.